Willkommen wieder bei Resident Evil 7. Das Evil im Namen steht für Böse. Und dann willkommen die Musik wieder bei Resident Evil. Weiter geht die wilde Fahrt. Das Abenteuer geht wieder los. Damit willkommen! Ich schätze mal, wir müssen jetzt durch die große Tür. Was anderes könnte ich mir jetzt spontan auch nicht vorstellen. Ich wollte noch mal gucken, was dieser Wackeldackel hier... Ja, bumm. Ich habe nämlich irgendwo schon gesehen gehabt, dass man die kaputt machen kann. Er ist hier und dort und... Keine Ahnung. Ich habe nämlich gesehen, dass man die kaputt machen konnte. Deswegen habe ich das gemacht. Und ein Zuschauer hat in die Kommentare geschrieben gehabt, ey, du Pinner, du hast vergessen, die Statue mitzunehmen. Ochsenstatue. Danke fürs Spoilern. Ich hätte jetzt in der Folge natürlich danach gesucht und oh... Aber ich kann ja nicht so tun, als wenn ich nicht wüsste, wo das Ding ist, wenn ich es genau weiß. Weil er meinte, ja, da oben, ne, habe ich halt vergessen. Dann bin ich jetzt nochmal schnell hin, hab die geholt, damit ihr das nicht wieder sehen müsst, wie ich da hochkletter. Ich bin ja da schon vorbeigegangen, hab nur vergessen, diese blöde Statue mitzunehmen. Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp, aber es war schon so ein bisschen Spoiler, ne? Weil ich hätte jetzt die Folge natürlich danach ein bisschen gesucht, weil ich ein Trottel bin. Aber das erspart mir jetzt. Aber was jetzt hinter dem Raum auf mich wartet, das weiß ich noch nicht. Hallo! Wo sind wir denn hier? Das sieht hier aber noch ganz nett aus, muss ich sagen. Oh, Telefon! Er ist dran. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Wahrscheinlich ist er tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Also ich muss Schlüssel finden, damit ich rauskomme aus dem Haus. Ich finde das so lustig, wie die Hand aussieht, die da einfach nur rangetackert wurden. So. Ja, was machen wir jetzt? Das ist ein... Da kommen wir, glaube ich, nicht vorbei. Warum sind da Skorpione drauf? Auf jeden Fall sehr schön. Urpendel. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Ja, habe ich glaube ich schon mal irgendwo gelesen. Okay. Was soll ich denn hier machen? Kann ich da irgendwas nehmen? Soll ich das Pendel nehmen? Oh lol, ja. Das ist okay. Ich sehe schon sofort, dass hier die Form eines Adlers drauf muss. Und ich wahrscheinlich das mit dem Schatten machen muss. Das sieht man ja instant. Netter Versuch. Das Ding ist halt kein Adler, sondern rund. Deswegen, oh, da wenigstens eine Trophäe. Aber was ist denn hier drinne? Eine Schrotflinte. Und eine Eisentür, die wahrscheinlich... Okay, wenn ich die Schrotflinte nehme, wird die Tür zugehen. Oh ja, wer hätte das gedacht? Kann ich da was anderes reinlegen? Zum Beispiel... Das passt hier nicht hin. Okay, ich muss da irgendwas dann reinlegen, leider. Was die Form einer Schrotflinte hat. Ärgerlich. Ich hätte die gerne mitgenommen. Ich hätte damit so viel Unheil anrichten können. Schießpulver. Was meint ihr denn aus Schießpulver? Antike Münze. Ich höre immer... Wisst ihr, was mich an diesem Spiel ein bisschen irritiert? Ist diese Soundkulisse. Die ist so unglaublich. Ich höre nämlich die ganze Zeit irgendwo Türen aufgehen und kombinieren. Ah, ich brauche flüssige... ich könnte Pistolenmuni dann machen. Okay, oh. Ah! Shoot me, shoot me. Schieß auf mich, schieß auf mich. Hätte ich gemacht, hätte ich, Munition gehabt. Aber ich hatte keine Munition. Ich hoffe, das ist okay mit der Facecam. Ich versuche, wie gesagt, auch ein bisschen dunkler zu machen, weil ich möchte nicht hell erstrahlen wie ein Stern. Das nimmt irgendwie auch so ein bisschen dann komplett die Stimmung. Oh, was haben wir denn hier? Flüssige Chemikalien. Okay. Es ist natürlich wichtig, dass man Medizin hat, aber ich habe überhaupt keine Munition mehr. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Pistole mal wieder voll zu machen. Geh mal in Ruhe hoch. Ach, das ist nur die Omi. Was passiert, wenn ich die töte? Ich kann gar nicht auf sie zielen. Okay. Er hört immer automatisch auf. Also, ich darf sie nicht umbringen. Naja, die Oma wird schon nichts machen, ne? Wie auch immer sie da immer... Ein Bild. Evelyn, 2. Mai 2014.
Wenn, dann wird er die Tochter sein, die mich immer anruft und belästigt. Das ist eine Schlange? Nur wahre Slytherins dürfen da durch. Oh Mann, ich bin doch ein Hufflepuff. Ich bin ein Nebendarsteller. Das heißt, ich sterbe. Aber ich bin nicht wichtig. Ömchen! Ula, 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 ula. Okay, sorry. Vielleicht ist das Hobby des Vaters. Was denn? Braucht er mal Sachen, um das zu öffnen? Frage ist, was? Piu, piu, ich hab eine Waffe. Kraut. Oh, ein Billardtisch. Aber eigentlich haben die eine ganz hübsche Wohnung. Da ist eine Waffe. Oh, nö. Antike Münze. Ich sehe dich. Zack. Was auch immer das bringt. Ich mach das mal nebenbei. Immer wenn ich die sehe. Was? Margarita. Nein, Margaret heißt das, glaube ich. Bring die Hippie-Mistkerle, den wir gefangen haben, von der Halle zu ver... Was? Ja, welche Hippies? Ich höre einen Fernseher. Müll. Wow, da ist gar nichts drin. Mia. Eine Kassette, wo Mia draufsteht. Irgendwas mit Wetter. Aber schon, hier muss es doch noch irgendwas Sinnvolles geben. Ich kann da drehen, aber das sagt mir jetzt auch nicht. Ein blauer Hundekopf. Das ist schon mal eine Sache, die wir bestimmt brauchen. Schießpulver. Ich habe auch oft Schießpulver in meinem Mülleimer. Das ist bestimmt eine Sache, die wir brauchen werden. Also, komm ich da raus? Da unten wer? Schade. Kleine, die verrückte Frau ist da unten. Kaputt. Oh, Pistolenmuni. Was ist das? Kann ich da einfach Sachen lagern? Ich habe so viel Zeug jetzt in meinem Inventar. Unbelievable. Ah, wir sind quasi hier oben. Da unten konnte ich ja nicht hin. Flüssige Chemikalien. Jetzt werde ich das mal im Clever nutzen. So nicht. Und Arzneimittel machen, denn die brauchen wir. So, von hier, da waren wir noch nicht. Da war nur eine Toilette. Da gehen wir gleich noch oben gucken. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, möchte ich mir einmal das Video reinziehen. Das habe ich mir ja gerade gesnackt. So, rein damit. Play. Ich hoffe, das ist nicht so langweilig, Mann. Ah, ich mag Störbild. Mia Winters, Old House. Ich versuche gerade meine Kamera ein bisschen zu schieben. Geht's auch mal los? Ethan, please watch this. Ja, ich seh's. Oh, es geht mal los, ey. Ethan. Natürlich immer die Lehrer dabei, Leute. Ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Das ist neu? Nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Oh nein. Lauf, Mia! Renn um dein Leben. Ich muss laufen. Nicht wieder erwischen lassen. Hier hängen Babys. Lauf, Mia. Um dein entire life. Warum ging das jetzt zu? So nach dem Motto, hier darfst du nicht ran. Was ist das für eine Mami? Hilfe!
Ich werde verfolgt! Von einer Irrin! Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von. Oh, natürlich! Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Oh oh! Sie rastet aus! Ah, sie hat mich! Okay, warum kommt die da durch? You failed. Ah, ich darf mich nicht erwischen lassen von der. Oh, Margarita Pizza verbergen. Finden Sie Plätze zum Verstecken? Ja. Nö. Bin wieder hier. Ich sehe einfach nichts, ne? Ist ja so dunkel. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich verstecke mich direkt hier. Ich muss mich verstecken. Oder kommt ihr? Oh, sie kommt. Die kommt. Bin ganz unauffällig, stehe ich hier in der Ecke. Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich sehe dich. Ich bin nicht hier. Stell dir vor, die dreht sich so um, guckt sich so um und ich sitze einfach so in der Ecke. Du siehst mich nicht. Ich greife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Eine Gabe dir sonst wohin schmieren, Alter. Wie die Popel. Spinne. Muss ich hier runter? Hallo? Hallo again. Oh lol, da ist ja die Olle. Da war ja die Olle. Geh weg, Mann! Ich will mich immer anfassen, das finde ich eklig. Liebe machen. Hello again. Bitte gehen. Ich hoffe, du siehst mich nicht. Ich stelle mir sowas halt immer bildlich vor, wie sie sich so umdreht mit dem Licht. Und guckst du durch diese Spalten, dann stehe ich da einfach wieder so. Du siehst mich nicht. Jetzt sieht sie mich, ne? Beweg dich nicht! Okay. Hände hoch. Wie sie dann immer lossprintet. Sie macht sich erst so. Beweg dich nicht. Einmal kurz aufwärmen und dann sprintet sie los. Du failed. Mann. Wen komme ich der Alten nur? Also sie kommt einmal raus, gucken so. Da muss ich irgendwas machen. Boah, Margarita Pizza verbergen. Das habe ich schon probiert, Spiel. Was war das für ein Bild? Ist das irgendwie ein Insekt? Alter, was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das ist, ne? Kann ich einfach AFK gehen? Hallo? Da ist sie wieder! Ich mag die Frau nicht. Ja, wir wollen die Weltherrschaft. Pinky in the brain. Jetzt muss ich warten, bis sie durchgetriggert ist hier. Das guckt sie ja mal da raus. Ey, ich finde die Frau echt unsympathisch. No hate. Aber ich mag die nicht. Irgendwie. Ich mag das Video nicht. Das ist low, doof. Nein, komm nicht hierher. Komm nicht hierher, habe ich gesagt. Die hört nicht auf mich, ne? Die kommen trotzdem hier rein, oder? Ah.
Geht sie wieder? Ich gehe da jetzt mal nicht lang, ne? Oder ist das jetzt die einzige Chance, dass ich gehen kann, bevor sie auch hierher kommt zum Gucken? Oh oh. Oh oh. Ich glaube, sie geht. Deine Babys? Was sind denn deine Babys? Steht da immer noch die Olle. Geh weg! Hier schon seit einer Viertelstunde, Mann. Guck mal auf die Uhr. Schlafenszeit. Angst haben? So, da ist weg. Hello again. So, jetzt muss ich die Spinne hier, wa? Ah, lol. Das muss aussehen wie die Spinne. Wie eine Spinn. Oh. Easy. Perfekt. Dann öffnet sich die Tür. Ein Geheimnis. So gehört sich das, Leute. So. Schleich dich. Ah, wieder ein Rätsel gelöst. Vielleicht kommt irgendwie so eine Hand da durch oder so. Vielleicht auch nicht. Mann, Margarita Pizza ist echt eine böse Frau. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ein Stück. Hallo? Wo ist der jetzt? Sie will, dass wir eine Familie sehen, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist ihre verdammte Gabe anzunehmen! Ach verdammt, ich hätte wieder, glaube ich, in die Lücke gemusst oder so, ne? Wohin geht die jetzt? Ich muss mich verstecken. Geh doch weg! Ich mag die nicht. Ich mag solche Verstecksachen nicht. In sowas bin ich immer ganz schlecht. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Weil ich blind bin. Ich schleich mal mich davon. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du machst uns dann noch mal nicht auf. Ah. Nein. Auf Wiedersehen, du Trottel. Mann, ist die dumm. Weiß gar nicht, wo ich bin. Warum ist das jetzt zugegangen? Hallo? Was ist das hier? Zwei Mädchen. Licht ist aus. Was erwartet uns hier? Oh Gott, Margarita Pizza. Die hatte mich gefunden. Weg. Verschleppt. Oh, das war ein langweiliger Film. Den Film mochte ich nicht. Versteckspiel. Trophäe erhalten. Wann bekomme ich fleißig Trophäen? Ah, das ist ein sehr. Ich glaube, die versuchen so heimlich, ganz klammheimlich, Ladebildschirme zu überbrücken. Indem sie das so tarnen. Eigentlich eine clevere Sache. Aber ich habe eine normale PS4 und nicht die Pro. Ohne Witz, auf der Pro, sieht Resident Evil 7 viel, viel besser aus. Also von der Schärfe her auch, das ist krass. Hab mir dazu mal so einen Grafikvergleich angeschaut. Ach, das ist super. Ich habe aber keine Pro. Ich habe eine normale. Immer eine coole. Ist doch echt ein bisschen, ne? Muss ich warten, bis das Ladeding erreicht hat? Oder
Das ist, verwirrt mich gerade ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Allem dieses Piepen davon geht mir richtig auf den Sack. Los jetzt, Mann! Danke. Was haben Sie dir angetan, Mia? Nichts Gutes. So, was jetzt? Was jetzt? Hatte ich alle Räume durchsucht? Nee, ne? Ich glaube, das Klo hatte ich noch nicht durchsucht. What the fuck? Was ist da drin? Ich will es irgendwie nicht wissen. Pistolenmuni. Wir werden mit Pistolenmunition wieder gefeedet. Holzstatue, nicht genug Platz. Ja, ich brauche auf jeden Fall die Holzstatue, denke ich mal. Aber nicht genug Platz. Habe ich jetzt genug Platz? Super. Nehmen wir die antike Münze auch mit. Was zur Hölle? Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Bestimmt ist das Dreck. Hier möchte ich auf jeden Fall nicht baden. Oh oh. Er lebt noch. Was hast du da für ein Gerät? Ciao. Dir noch einen schönen Tag. Ich geh nach Hause, du alte Scheiße. Und diese Gabel ist immer bei mir. Die Gabel kann mich nur am Arsch. So. Ich muss jetzt mit der Statue hier wieder den Adler machen. So, wo ist sie? Wo ist sie? Da. Hopp, hopp. Hauptsache weg von dem blöden Typen. Ey, der geht mir ja jetzt schon. Jetzt schon um den Sack. Wie mache ich daraus einen Adler? Oh, ich glaube, das geht. Einmal ganz drehen. Ich habe kein 3D-Denken gerade, ne? Das soll ein Adler sein, bestimmt. Oh ja, das ist nah dran. Nein. Ja! Perfekt, Skyhunter. Merk das nicht schön. Irgendwelche creepy Räume von alleine aufgehen, ist nicht so meins. Aber wir gehen da mal durch. Der Mann lebt nämlich noch und ist noch quick lebendig. Mehr als nur quick lebendig. Hello again. Wo sind wir hier jetzt schon wieder? Aus wie so ein Jagdhaus hier. Vielleicht war er ja Jäger. Was? Ich denke mal, ich höre was. Mal Panik. Pistolenmuni. Da ist nun echt, da ist eine Tür. Im Klo wird nichts sein. Ich öffne mal den Kühli. Oh, nicht genug Platz. Ändert zu viel Zeug im Inventar. Ich könnte das. Kann ich irgendwas ablegen? Wie das zum Beispiel. Psychoarzneimittel. Was mache ich jetzt? Bisschen verwirrt. Ich könnte zwei Sachen loswerden. Ich hätte gerne noch mehr Arznei, nee, oder? Doch, Arzneimittel braucht man immer. Ich überlege gerade, was ich mache. Kann ich das auf den Boden legen? Nö. Nur in Müll, oder was? Ich will es ja nicht, eigentlich nicht zerstören. Ich bin ein bisschen. Hält das irgendwie zu stören? Nee. Muss ich auch behalten.
Das ärgert mich jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gehen verloren. Ich brauche das ja alles. Ich merke mir sonst mal die Stelle und komme dann irgendwann nochmal wieder. Wie öffne ich das? Gar nicht. Ich muss wahrscheinlich dadurch. Hallo? Nächster Raum? Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts. Also werden wir sie beseitigen. Okay. Zu verwendendes Objekt wählen. Wie mache ich sowas auf? Mit einem Messer? Ich brauche dafür immer einen Schlüssel oder so. Nur eine Büchse. Antike Münzen. Davon sammeln wir auch irgendwie unglaublich viele. Was zur Hölle ist das hier? Schimmelt der Raum? Was zum? What the fuck? Ciao! Ciao! Was war das? Lebt der Schimmel? Das passiert, wenn man die. Das passiert, wenn ihr das Zimmer nicht aufräumt, ne? Der lebt! Alter. Wo bist. Was ist geschehen? Ich habe ihn nicht mal erwischt. Hä? Wo ist der jetzt hin? Schimmel? Jetzt mal really. Ist er von alleine? Hä? Was ist geschehen? Ist der Schimmel von alleine gestorben? Bin schon wieder in irgendeinem Keller, ey. Ich hab zu viel. Welt besteht hier nur aus Kellern. Oh. Sachen lagern. Ein Traum, ey. Ein Traum. Komm, wir lagern hier mal die Münzen. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Ich lagere einfach mal stumpf Zeug hier. Zum Beispiel das Mia-Dings. Wir sind ja auch so ein kleiner Sammler, ne? Pistolenmuni, perfekt. Ich frage mich, was aus dem Dings geworden ist. Aus dem Schimmel. Der hat sich einfach aufgelöst. Einfach nur daneben geballt. Vielleicht dachte sich, Digga, so wie der schießt, boah, nee, da gehe ich einfach. Das ist ja unglaublich. Ne? Aiming gleich null. Und so, für sowas strenge ich mich gar nicht erst an. Und dann ist er gegangen. Und sogar die Gegner finden, ich bin so schlecht, dass ich nicht mal es wert bin, killed zu werden. Das ist traurig. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Resident Evil 7. Ich hoffe, diese Folge war nicht asynchron mit der Cam her. Das wäre schön. Würde mich freuen, wenn die nicht asynchron war. Wenn doch, tut's mir leid. Hm? Ich würde mich sehr über Feedback natürlich wie immer freuen. Und über einen Daumen hoch. Denn damit supportet ihr mich quasi und unterstützt mich wenigstens dabei, dass ich mich hier irgendwie darauf einlasse, was der größte Fehler meines Lebens war. Okay, so krass nun auch nicht. Ich überlege mal, ob ich irgendwann Doppelfolgen bringen soll, also zwei am Tag. Wenn euch das gefallen würde, auch Kommentar schreiben, ob ihr Doppelfolgen mögt oder ihr sagen würdet, das ist ein Horrorspiel, eine Folge reicht, Doppelfolge ist mir zu viel für mein armes, kleines Minecraft-Herz oder so. Keine Ahnung.
gerne in die Kommentare. Bis dann und...